Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler, werte Kollegen im Bundesrat und werte Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, an der Reaktion bei Ihrer Rede, Herr Vizekanzler, hat man gemerkt, Sie haben anscheinend den Nerv der SPÖ eindeutig getroffen. Das ist aber, muss ich Ihnen sagen, nicht recht schwer, weil die Nerven liegen offensichtlich bei der SPÖ blank. Wir beschäftigen uns hier tatsächlich mit einer relativ unspektakulären und notwendigen Reform im Beamtendienstrecht. Und was macht die SPÖ dazu? Viel Lärm um nichts, wie gehabt. Egal, was von dieser Regierung kommt, ganz egal was, geht es nach der SPÖ, es ist automatisch schlecht. Und wenn diese Regierung den Welthunger stillen könnte und den Weltfrieden herstellen könnte, auch dann wird das die SPÖ noch immer schlecht reden. Nein, wir können leider das eine noch das andere bewerkstelligen. Was wir können, das ist das Beste für unsere Landsleute machen und das tun wir und das tut auch diese Regierung. Der Herr Vizekanzler hat mir jetzt sehr vieles meiner Rede vorweggenommen, das werde ich jetzt nicht wiederholen. Ich gehe ganz kurz auf die Gesetzesänderungen ein, besonders bei der Dienstrechtsnovelle, wo es um diesen IT-Fehler ging. Der Herr Vizekanzler hat es richtig gesagt, dort wo gearbeitet wird, dort passieren Fehler. Das ist so, die Beamtin im Ausschuss hat es auch sehr glaubwürdig zum Ausdruck gebracht, dass hier einfach ein Fehler passiert ist, das tut ihr auch sehr leid. Das ist es nun mal, eine Ausnahme gibt es da bei der SPÖ, die machen auch Fehler, wenn sie nicht arbeiten. Das haben sie ja heute schon zum Ausdruck gebracht bei der Abstimmung, wo es um die Trinkwasser-Enquete gegangen ist. Im Nationalrat hat die SPÖ sogar behauptet, ein Generalsekretär würde 800.000 Euro verdienen. Sehr witzig, das ist dieselbe SPÖ, die noch circa vor einem Jahr behauptet hat, diese neue Regierung kauft Dienstwagen in der Höhe von 2 Milliarden Euro an. Also ich habe noch keinen von unseren Ministern mit einem Eurofighter umeinander fliegen gesehen, ansonsten kann ich mir nur schwer vorstellen, wie man auf 2 Milliarden Euro kommen könnte. Aber gut. Zum Karfreitagsurteil, meine Damen und Herren. Die Rote Arbeiterkammer hat hier Feuer gelegt und schreit jetzt, weil diese Regierung dieses Feuer löscht. Ja, stimmt, wir haben es gelöscht. Nicht von links, so wie Sie das gern gehabt hätten, aber es hat funktioniert. Und natürlich, im privaten Bereich ist es schon umgesetzt worden. Bei den Bundesbediensteten muss es jetzt umgesetzt werden, damit auch hier ein Anspruch auf einen einseitig bestimmbaren Feiertag zur Geltung kommt. Sehr wohl gibt es hier Ausnahmen, auch das wurde angesprochen, nämlich wenn es darum geht, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sicherzustellen. Das ist wichtig bei der Polizei, bei der Justizwache, beim Bundesheer, im Katastrophenschutz, aber natürlich auch in Spitälern muss es gewährleistet sein, dass im Ernstfall dort Personal vorhanden ist. Und ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung ganz klar sagen, diese Beamten tun das auch sehr gerne. Sie sind nämlich immer dann zur Stelle, wenn man sie braucht. Unabhängig davon, wie sehr die Sozialisten immer dieses Beamtenbashing betreiben oder wie sehr diese Berufsgruppe immer wieder von den Sozialisten geringgeschätzt werden oder in den letzten Jahren unter einer Beamtenministerin geringgeschätzt wurden, auch unter einer Staatssekretärin geringgeschätzt wurden. Die Änderung im Gehaltsgesetz, wo es rein nur um eine Begrifflichkeit geht, ist auch bezeichnend. Auch hier wurde das mehrmals erwähnt. Das ist etwas, das 2013 schon in Wahrheit gemacht wurde und es bedarf dieser Regierung, damit das jetzt endlich umgesetzt wurde. Und meine Damen und Herren von der SPÖ, ich will Ihnen da gar nichts Bösartiges unterstellen. Ich glaube, es liegt einfach nur an der Faulheit. Vielleicht ist es deshalb gewesen, dass nichts umgesetzt wurde. Meine Damen und Herren, wir werden
gegen diese sinnvollen und notwendigen Änderungen natürlich keinen Einspruch erheben, sei es wie es sei. Wir wissen, was wir an unseren Beamten haben. Sie sind immer für die Anliegen, Frau Kollegin, es ist ein Unort, wenn man da vorbeigeht und dann ins Rednerpult reinspricht. Sie können sich jederzeit zu Wort melden. Unsere Beamten sind immer für die Anliegen, Probleme, für die Wünsche, für die Ängste und Beschwerden, wie auch immer, unserer Landsleute da. Sie setzen pflichtbewusst um, was ihre Vorgaben sind. Und ohne unsere Beamten würde unser Staat nicht funktionieren. Darum kann ich nur sagen, danke, meine Damen und Herren, für Ihren Einsatz, für Ihre großartige Arbeit, die Sie leisten. Und danke unserem zuständigen Minister, für unsere Beamten, unserem Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der Ihnen auch immer wieder die entsprechende Wertschätzung entgegenbringt. Applaus